Oh Mist. Ist ja jetzt auch erhöhte Aufmerksamkeit. Gutes Fleisch und Gemüse. Wenn man genug genug Dünger findet, kann man auch wirklich unglaublich viel herstellen. Dünger, Dreckwasser. Och nö, hä? Okay, gut. Wollte schon sagen, das kann aber nicht sein. Ich konnte mich vorhin aber auch nicht mehr verstecken, weil wenn die einmal gesehen haben, dann geht das wahrscheinlich nicht mehr. Interessanterweise zählt das hier nicht. Wir sind ein klein bisschen schneller als die. Wenn wir schleichen in... Das ist eine gefährliche Stelle hier. Da war noch was. Ah, da kann ich rein. Ach, hier ist der Händler. Ist irgendwie komisch, wenn man das von der anderen Seite sieht. Töpfer. Ja, die hätte ich eher gebraucht. Mhm. Ja, wissen wir. Ja, vielleicht können wir handeln. Sie hat sogar gute Sachen. Die braucht auf jeden Fall Essen. Ne, sie bietet Essen an, sie hat aber auch Stoff. Nee. Die kann ich rein theoretisch endlos herrschen, endlos bekommen. Weiß nicht. Mit ihr könnte ich auch eine schwere Rüstung kriegen. Nee, geh mal lieber unten lang. Aber willst du mich verarschen? Ach, ob ich das nur öffnen könnte.
Ui, das war knapp. Da sind wir jetzt wirklich ganz haarscharf dem Kegel ausgewichen. Wir haben was gefangen. Trinken. Trinken, habe ich gesagt. Was? Trinken. Trinken. Da geht's gut. Sammeln. Mikkel. Nee, du kannst jetzt eigentlich mal arbeiten. Sie muss auf jeden Fall in der Nacht dann fit sein. Arbeite mal hier. Hat doch geklappt. Ui, da ist aber viel Wasser rausgekommen. Was machst du denn jetzt am besten? Ja, da geht's nicht so gut. Noch mal ein Schwert. Noch mal ein Schwert. Dörfleisch muss ich vertun. Okay, die haben nichts mehr zu essen, aber ist kein Problem, ich kann ja ein Essen reinhauen wie noch was. Kimbra muss nicht schlafen, das ist schon mal gut. Ah, kein Holz. So, bauen wir mal noch eine Rattenfalle. Aber sammeln erstmal das Wasser. Wenn ich noch mehr von diesen Wasserdingern hätte, könnte ich vielleicht wirklich mit Wasser irgendwann handeln. Vielleicht lege ich es mal darauf an. Fertig. Mach mal hier weiter. Mach mal dreimal. Das brauchen wir Ziegel, oder? Ja. Machen wir mal noch ein paar. Wie? Jetzt geht's aber los. Zwei Tage Zeit. Das soll erstmal wieder reichen. Brauchen sie gerade nicht. Send's mal ab. Den darf ich gar nicht benutzen. Kimbra hat gerade nichts zu tun. Du hast gerade nichts zu tun. Ich bräuchte eine Axt, eine reparierte Axt bräuchte ich. Das kostet Metall? Halt, Mädchen, ich mache eine neue. Ich gehe mal in die Reparaturwerkstatt, das ist billiger. Kostet nur Holz.
warte mal noch kurz. Machen wir noch ein bisschen Holz. Ja, noch eine Regentonne würde ich sehr begrüßen. Warte mal noch kurz. Wasser wird ja nicht schlecht. Das heißt, ich habe da quasi ein endlos produzierendes Handelsgut. Ein endlos produziertes Handelsgut. Hör mal auf. Und mal das hier. Wenn ich das Stickerzeug los wäre. Uiuiui. Ach ja, richtiges Fleisch habe ich auch. Kann auf jeden Fall die Nacht pennen. Irgendwer ist krank geworden, schön. Die ist krank geworden. Lass dich überlegen. Du schläfst auf jeden Fall im Bett. Kimbra war besser. Kimbra muss handeln. Mal schauen, uns fehlt Material. Eigentlich auch die Axt. Wenn ich da unten da schneller hinkomme. Okay, ich versuche Material zu bekommen und wie es aussieht, ist mein Fleisch vergammelt. Egal. Eine Chance. Selbst mit Hilfe einer Waffe ist alle Kraft nötig, um die Tür langsam aufzubrechen. Das lässt jedoch hoffen, dass sie mir wert ist, denn kein Plünderer hat es reingeschafft, als ich endlich aufspringe. Ah, mit der Waffe habe ich eine bessere Chance. Ah, das war mir nicht bewusst. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt einen stärkeren Charakter. Es reicht. Da brauche ich wahrscheinlich die Axt. Schmerzhaft, dann merkst du was. Was für ein Glücksfall du bist. Handelt sich um einen Ableger des Tunnels. Okay, die Axt ist sogar noch ganz dadurch. Bitte. Das mit der Medizin war sehr praktisch.
Gammelwasser. Braucht den Platz wahrscheinlich. Na doch, der muss ich rein. Okay, diesmal ist hier außen anscheinend kein Gebiet, oder doch? Nee, kann man diesmal nicht durch. Doch, hier kann man. Und zwar hier eine Leiche. Oh, da ist auch eine. Warum sollte ich die loswerden? Oder kann man hier durch? Kann man, wo bin ich hier? Ach komm, ich habe nie ganzen Tag Zeit. Perfekt. Sehen, was ich danach noch alles mitnehmen kann. Oh! Das gucken wir uns gleich mal an. Ich hätte noch Wasser zum Handeln mitnehmen können. So, ich hätte gern das hier. Was brauche ich denn? Wie viel von dem kriege ich noch dazu? Scheint mir ein guter Tausch zu sein. 10 Material habe ich eh schon. Acht, oder? Ich glaube, das ist ganz okay. Scheiß auf das Geld. Das kann ich mitnehmen. Kann ich auch nichts mehr mitnehmen. Ja, ich weiß. Weiß, dass hier auch ein Weg ist. Okay, wir gehen doch da lang. Das hat mich überzeugt. Wo lang gehen? Ja, bestimmt. Kann es sein, dass sie absichtlich in die Gegner laufen? So, was nehmen wir mit? Was lassen wir hier? Die ganze Axt ist mir lieber. Ansonsten, Grünzeug brauche ich gerade nicht. Ich nehme mal die Kräutermedizin stattdessen mit. Im Grunde ist das verarbeitetes Grünzeug, von daher. Schlaflose Nächte. Okay. Kimbra braucht dringend etwas Schlaf. Alle brauchen dringend etwas zu trinken. Was gefangen? Was ist denn jetzt los? Ah, hier wahrscheinlich das Fleisch ist vergammelt, genau. Du kriegst was zu essen. Du kriegst was zu essen. Kimbra muss dringend schlafen.
Nickel hat sich erholt, das ist schon mal schön. Stand, glaube ich, auch gerade da. Außerdem bist du verletzt. Kimbra ins Bett. Leichte Schrammen, die kriegen wir wieder hin. Mikkel kann arbeiten. Ugon kann auch arbeiten. Fünfmal Wasser. Ist das schon verbessert? Ja, noch nicht ganz. Dreimal Wasser. Weitermachen. Wasser sieht gut aus. Die Bastion ist jetzt auch erstmal versorgt. Mit Essen für eine Zeit. Ist aber stärker als wir trotzdem. Morgen. Bis dahin muss ich noch ein bisschen was erledigen. Wir haben sehr viele Ziegel. Mehr Metall würde ich fast sagen. Töpfer aber auch. Ja, das brauchen wir gerade. Weitergraben. Okay, reparieren wir erstmal was. Ah ja, schön. Wie steht's rüstungsmäßig? Die sollte ich auf jeden Fall reparieren erstmal. Jetzt? Bitter, okay. Kann das irgendwelche Nachteile haben? Ich vermute mal nicht. Wir sind immer noch uns überlegen, das gefällt mir aber gar nicht. Vielleicht brauchen wir uns doch noch ein paar Schwerter. Ah, Vesna kann dann wieder pennen. Noch mehr Wasser. Das Wasser werde ich auf jeden Fall irgendwann mal verhandeln. Ja, bitte. Sehr schön, Holz brauchen wir immer. Holz ist ein endlicher Rohstoff. Deshalb immer gut, wenn man da was reinkriegt. Oh Gott, wie soll ich denn die Bastion noch mehr verstärken? Ich meine, wir brauchen mehr Waffen tatsächlich. Essen sieht gerade gar nicht schlecht aus. Wasser läuft auch super. Ich brauche mehr Schwerter und mehr Rüstung. Mehr von allem. Ich würde gerne vier mehr Kollektoren bauen, weil Wasser kann man halt wirklich verhandeln. Und das ist im Grunde endlose Ressource. Gartenbeet brauchen wir eigentlich nicht, einen Komposter. Brauchen wir einen Komposter? Eigentlich auch nicht. Mach mal hier weiter. Dann können wir die Tiere füttern. Hauptsache, da ist was zu tun. Wie meine ersten Praktikumsstelle. Scheißegal, ob es nützlich war. Hauptsache, das was du tun, wenn du die ganze Zeit putzen durftest. Gott, war das scheiße. Okay, das ist nicht so schön. Da ist Holz mir lieber. Ja, jetzt ist das Material recht mau. Mehr Eisen.
Ah, so langsam geht's mir aus. Was haben wir jetzt? Zwei neue Schwerter. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das erhöht die Kampfkraft sogar richtig gut. So, du kannst raus, du schläfst im Bett, du schläfst im Bett, du schläfst auf dem Boden, das passt soweit. Und ich lasse dich hier hinten raus, genau. Erstmal, wir brauchen nichts zum Handeln. Ich bräuchte eigentlich Sachen zum Verbrennen, egal. Ich brauche Material und ich brauche Holz. Geh einfach so raus, da ist eine Menge zu holen im Pool. Oh, das ist ja auch was. Na super. Das lassen wir aber hier. Das kann ich beim nächsten Mal mitnehmen. Ich kann auch mal immer ein bisschen. Ich kann ja auch immer ein bisschen mitnehmen mal. Nur ein bisschen Wasser und das dann alles mit einmal verhandeln. Oh, scheiße, ich komme gar nicht raus, wie es aussieht. Ja, braucht wohl jemand mal dringend eine Fackel. Okay, da spare ich wieder was. Vielleicht komme ich aber gut zur Insel der Pechkocher, das könnte ganz gut sein. Da ist ja auch Zeug zu holen. Wenn es meist auch nur Pech ist, was man da kriegt. Warum machen wir das aus einer Grube kommt? Klar, man kann es auch. Das kann auch wie Teer gesammelt werden an einigen Stellen, aber trotzdem. Okay, das Dörrgemüse ist gut. Der Typ ist einfach so genial, was der alles tragen kann. Da brauche ich dringend etwas. Ich werde hier wahrscheinlich krank. Nee, scheint zu gehen. Aber hätte ich gern weg. Das ist noch meine Kiste. Ah, Ballistenteile. Die gehen nicht kaputt und die erhöhen die Verteidigungskraft. Das ist super. Ich glaube, Bandage muss ich auch keine kraften. Herstellen. Sammelwasser. Da kommt eine Wache. Ich verstecke mich noch mal kurz in diesen Himbeerbüschen hier, ja? Daran muss ich das Tier nämlich nicht vernichten. Scheiße, die Bandage. Das Ballistenstück gebe ich auf jeden Fall nicht her. Auch mobile. Okay, das geht noch. Da könnte auch was richtig Tolles drin sein, oder? Was finden hier? Da ist die Händler. Hier ist nichts weiter zu finden, groß.
Schön, dass die alle hier liegen. So, hier dürfte keiner mehr sein. Der ist gerade wieder vorbeigelaufen, wenn ich recht gesehen habe. Ich brauche so dringend Fackeln hier. Wenn ich hier einfach mal durchlaufen kann, ohne dass ich Gefahr laufe, krank zu werden. Ich brauche mindestens zwei. Shit. Der ist durchgelaufen. Guck mal gleich nochmal, ob ich doch noch was mitnehmen kann hier. Alter, was? Wo kam der denn her?